06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Marcel Hoffmann, ich glaube, man malt sich vor so einem Spiel viele Dinge aus, aber dann gegen einen Champions-League-Teilnehmer zum 1:0 zu treffen und so lange zu führen, das war ein Wahnsinnstag, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich dachte eigentlich, mit meiner Größe ist es schwer, Kopfballtore zu schießen. Aber bin ich auf den ersten Pfosten gelaufen und der Ball ist an dem Tor, habe ich mich selber gewundert. Gut, dann sind die Fans auch da direkt, aber schade, dass wir es nicht über die Zeit gebracht haben. 2 Minuten haben gefehlt, 3 Minuten haben gefehlt. Schade, aber na gut, weiter geht's und starten wir die nächste Woche. Wie groß waren trotzdem die Glücksgefühle, als man dann endlich auch mal wieder eine volle Kurve nach einem Tor rennen konnte? Ja, auf jeden Fall. Das ist was ganz anderes mit den Fans im Rücken. Die machen Stimmung, machen Lärm. Das verunsichert wahrscheinlich den Gegner auch teilweise dann. Das hilft uns natürlich dann auch, dass die Fans im Rücken bei uns sind. Hat schon sehr, sehr viel Spaß bei den Fans. Ich glaube, ohne Fans ist das ein bisschen träge, das Spiel. Wäre es träger gewesen, das Spiel. Und so hat es halt sehr viel Spaß gemacht heute. Und trotz der Niederlage kann man einfach stolz auf euch sein. Ja, finde ich auch. Aggressivität, Mentalität der Mannschaft war sehr gut heute. Max Schulze News, wenn ich könnte, ich würde alle Hüte ziehen, die ich irgendwo noch finden kann. Am Ende waren es dann wirklich nur wenige Sekunden, die euch von dem ganz großen Coup getrennt haben. Hast du schon Worte für das Ganze? Ja, ich glaube, wir können heute wirklich sehr, sehr stolz auf uns sein. Jeder von uns hat alles rausgehauen. Ja, jetzt gerade tut es natürlich ein bisschen weh, dass wir es nicht geschafft haben, aber ich merke schon, wir sind einfach stolz auf unsere Leistung, die wir heute gebracht haben und versuchen einfach diese positive Energie jetzt mit in den Saisonstart zu nehmen. Wie groß war auch über die gesamte Zeit, auch in der Nachspielzeit, in der Verlängerung, der Glaube einfach daran, dieses Ding kriegen zu können? Ja, also ich glaube, wir haben immer gesehen, dass einer durchrutschen kann, wie bei Dennis da, der dann alleine plötzlich vor dem Torwart steht. Und daran haben wir geglaubt, ne, dass wir da noch unsere Chance kriegen, dass wir das Ding noch machen können. Du selbst zum Man of the Match gewählt worden. Man nimmt es natürlich jetzt gerne mit, aber man hätte es sich natürlich mit dem Sieg noch eher gewünscht. Ja, absolut. Ich wurde gerade gefragt von der Sportschau, wie das oder was das für ein Gefühl ist, gegen 11 so Weltklasse-Spieler von Wolfsburg zu spielen. Also ich habe heute 11 Weltklasse-Spieler im Preußen-Trikot gesehen. Sascha Hildmann, ihr habt ganz, ganz lange an der ganz großen Nummer geschnuppert. Am Ende ist vielleicht ein bisschen die Luft ausgegangen. Wie kann man sagen, dass es so kurz vor knapp dann einem aus den Händen gleitet? Ich glaube, nicht die Luft ausgegangen. Ich meine, wir reden hier vom Champions League Mannschaft wie Wolfsburg und ich finde, wir hatten in ganz vielen Passagen in diesem Spiel diesen Unterschied einfach nicht gesehen. Wir waren da von vielen, vielen Dingen auf Augenhöhe. Wir haben eine überragende Leistung gezeigt, waren ganz kurz vor dieser Mega-Sensation und ich glaube, jeder Preußen-Fan kann heute sehr stolz auf diese Mannschaft sein. Und daraus wirklich viel Positives mitnehmen. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, auch mit den Zuschauern heute, wie die uns getragen haben. Unfassbar gut. Und natürlich war es 88. Minute und 30 Sekunden, glaube ich, ist das Tor gefallen. Wir haben dann in der Verlängerung aber nochmal ein Riesenbrett mit Dennis Bindemann, wenn du da 2:1 in Führung gehst. Also wir waren wirklich dran. Ich glaube, das Eckenverhältnis war 8:7 oder 9:7. Ich will jetzt nicht lügen. Also das war auch sehr knapp. Man hat schon gesehen, dass das sehr, sehr gleich, fast gleichwertig war und dafür muss ich den Hut ziehen. Super, super Leistung. Kann man es in der Verlängerung dann nochmal angehen oder ist es dann irgendwann der fußballerische Unterschied, die Qualität, die dann vielleicht doch dieses Zipfel größer ist bei Wolfsburg? Ja, ich glaube, dass natürlich dann Wolfsburg einen riesen Druck aufgebaut hat, aber wie immer wieder auch gefährlich vom Tor gewarnt. Auch sie haben ihre Fehler gemacht, hatten auch Ballverluste. Wir, natürlich war es dann schwer für uns dann nochmal alles zu mobilisieren, aber das hat die Mannschaft getan und letzten Endes ist es halt so ausgegangen, aber trotzdem das Positive überwiegt absolut und können wirklich sehr zufrieden sein und einen großen Glückwunsch an meine Mannschaft für diese Leistung. Und man kann diesen ja wirklich Fußballnachmittag, fast Fußballfest einfach auch in guter Erinnerung behalten für die nächsten Wochen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass alle wieder am Samstag kommen gegen Alemannia Aachen hier und wir einen Saisonstart haben, wo wir uns alle darauf freuen und dann geht's weiter. Simon Schädermann, es waren nur Sekunden, das tut weh, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ein unfassbares Spiel gemacht. Es ist sehr ausgeglichen gehalten, ich glaube vielleicht 115 Minuten oder so. Vom Ergebnis her sogar bis zu 120. Also von daher, ich glaube, alle Zuschauer, die heute hier sein durften, hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, jeder Spieler oder auch die Neuzugänge, die das heute zum ersten Mal erlebt haben, die wissen einfach, worauf sie sich freuen können, wenn das jetzt in Zukunft alles wieder möglich ist. Und man kann der ganzen Mannschaft, glaube ich, ein großes Kompliment nur aussprechen, weil wir heute, glaube ich, einen unfassbaren Fight geliefert haben. Und
dass dann am Ende leider ein paar Sekunden fehlen, um das Ding dann endgültig über die Bühne zu bringen, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber jetzt nicht zu ändern, denn trotzdem können wir sehr, sehr stolz auf uns sein, weil wir heute alles reingeworfen haben und gegen eine Champions-League-Mannschaft das nicht so schlecht gemacht haben. Und der Glaube war halt, er hat quasi aus euch rausgeschrien über die ganze Spielzeit. Ja, solange es halt 0-0 steht in so einem Spiel, umso nervöser wird halt so ein Favorit. Und ich glaube, dass Wolfsburg in der Vorbereitung jetzt nicht so die Ergebnisse erzielt hatte, hat vielleicht dann auch nochmal eine Rolle gespielt. Und dann gehst du natürlich 1-0 in Führung und dann explodiert der ganze Kasten hier. Und dann hast du noch 15 Minuten Zeit, wo du das Ding eigentlich nur komplett verteidigen musst. Und dann sind wir leider in der Szene, wo das Tor fällt, leider ein bisschen unaufmerksam, laufen in Konter rein. Und ja, dann hat der Gegner natürlich auch Qualität und macht dann das Tor in so einer Szene. Wie gut hat es dann aber hinterher nach dem Spiel, sich mal einmal das von den Rängen dann wieder abholen zu können? Ja, sehr, sehr wichtig und hat sehr, sehr gut getan. Ich glaube, nach der ganzen Zeit, jetzt anderthalb Jahre, wo kaum Leute da waren oder sein konnten, war es heute unglaublich schön, mal wieder zu erleben, wie das sein kann, wenn hier der Kessel voll ist. Und ich hoffe, wie gesagt, das kann so bleiben in den nächsten Monaten und dann freuen wir uns auf eine gute Saison und können das Positive aus diesem Spiel, wo es durchaus einiges gab, glaube ich, hoffentlich dann in die Liga mit reinnehmen. Marvin Thiel, insgesamt habt ihr heute eigentlich über 120 Minuten ein Riesenspiel gegen den VfL Wolfsburg gemacht. Findet man jetzt schon Worte dafür, wie ärgerlich es dann unterm Strich doch ist, oder kann man einfach nur stolz sein? Ja, man kann natürlich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft sein. Was wir heute abgerufen haben gegen einen Champions-League-Teilnehmer, haben eigentlich bis zur 90. Minute 1 zugeführt und waren den Sieg einfach so knapp nah dran. Da ist nach so einem Spiel doch die Enttäuschung sehr, sehr groß, auch wenn wir einfach auf die Leistung stolz sein können. Für dich war es jetzt hier im Preußenstadion auch mal so das erste richtige Pflichtspiel mit einer Wahnsinnskulisse dahinter. Wie war das? Ja, allgemein, dass auch nach der langen Corona-Situation, dass wieder Zuschauer zugelassen worden sind und dann gerade bei so einem Spiel knapp über 7.000, wenn ich mir das richtig verstanden habe, macht das einfach einen unfassbaren Spaß und lässt auf schönes Hoffen in der Saison. Das war dann schon auch ein bisschen Balsam, auch wenn die Niederlage wehtut hinterher. Ja, Niederlagen gehören leider zum Sport dazu. Wäre natürlich gerne eine Runde weitergekommen, auch gegen Wolfsburg, waren halt sehr, sehr nah dran und jetzt heißt es einfach, das Ganze jetzt ein bisschen verarbeiten und dann aufzuarbeiten und dann geht es nächste Woche in den Punktspielstart los.